Moin Leute und willkommen zurück zu Sons of the Forest. Ja, Achenstein. Ja, wie ihr seht, wir haben ein bisschen gelootet. Ach, Tonscherben, ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wären Portemonnaies. Ja, wir haben ein bisschen gelootet, sind letzte Folge vor einem Riesendämon, die jetzt hier anscheinend auch spawnen, geflohen. Und ja, was machen wir nun? Nun habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass wir einen Greg kochen. Aber da müssen wir zuerst. Dann müssen wir da vorne hin. Da vorne war ja, glaube ich, das Dorf, wo wir so viele abgeschlachtet haben. Und ich hoffe, dass die da auch noch leben. Also wir wurden von dem Riesendämon, wurden wir auch ein bisschen, nur ein bisschen getötet. Also ich sag mal bewusstlos geschlagen und sind hier wieder am Strand aufgewacht. Ja, die liegen da noch. Sehr, sehr gut. Weil, können wir einmal so machen. Können wir einmal so machen. Dann können wir die ein bisschen entgliedern. Ach, da vorne ist ja noch ein aktives Dorf, stimmt. Ja, aber wir machen es erstmal so. Zünden es erstmal an, kochen unser Greg. Na, kommt er zu uns oder kommt er nicht? So. Na, was nun? Ah. So. Ah, wir können kein Portemonnaie mehr öffnen. Das ist ja ein Mega-Luxusproblem hier. Ich will aber. Aber ich will die Beine haben. Ja, da rennst du schnell wieder weg, ne? Aber den können wir doch hier in. Einmal. Ja. Die Beine kriegen wir. Sehr gut. Arme. Sehr gut. Ach, und den Kopf. Ich glaube, jetzt sollten wir, glaube ich, genug. Ich glaube. Ja, nein, jetzt sollten wir genug haben. So. Oh, ein Rotten Arm, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Nee, ist es nicht. Ja, da guckst du blöd, ne? Du kommst auch gleich in den Topf. Ja, nee, oder eher nicht. Wir haben ja wieder kein Wasser. Aber ich kann trotzdem deine Arme und Beine und alles einsammeln. Oh, ich wollte dich gerade schlagen. So. Oh, ich sehe gerade, einen Arm müssen wir noch einsammeln. Na, wo ist er denn? Ach, der ist noch dran. So, und wir öffnen mal ein Portemonnaie, damit wir wieder das nächste nehmen können. Wie ärgerlich ist das? Wir können es nicht öffnen, weil wir voll sind. Egal. Dann bleibt das Portemonnaie eben liegen. So, koch mal schneller. Ich habe Hunger. Ich habe so einen Hunger. Perfekt. Hauen wir auch den ganzen Topf leer. Weil dann haben wir keinen Durst und sind satt. So, perfekt. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal zum nächsten Dörfchen. Und springen wir raus und dann. Ah, schade, ich dachte. Ich dachte, ich fahre darüber und, ja. Reiß alles ein.
Auch Koffer, das sehe ich gerne. Die öffne ich aber zum Schluss. Ja, Seil. Batterien, sehr cool. Ich weiß gar nicht, wie oft ich noch Steine aufsammeln will, obwohl ich weiß, dass ich genug Steine dabei habe. Na, du kleine Schlange. So, Calvin, ich helfe dir. Wenn du dich schon von einer Frau verprügeln lässt. So. Also ich würde sagen, na, bevor wir einsteigen, gucken wir erstmal, wo lang müssen. Ne, quer hoch. Okay, also über den Fluss und dann einfach rechts hoch. Na, kann ich hier so einmal quer rüber? Bestimmt, ne? Ja, mit Sicherheit. Ah, okay, ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme. Jawohl, wusste ich doch. Na? So. Dann fahren wir. Okay, wir können wir gar nicht hoch. Okay, dann fahren wir einfach mal ein bisschen weiter rum. Weil irgendwann sollte es da, glaube ich, rechts hochgehen. Hoffe ich doch. Und dann müssen wir dringend zu Hause erstmal unser. Ja, ich sag mal, unser Inventar immer ausleeren. Dann wäre es cool, wenn wir da schon mal die ersten Regale bauen, wo wir dann natürlich pro Regal immer nur ein Item hinpacken, damit das schön sortiert ist. So, gleich sollten wir bestimmt irgendwie hochkommen, oder nicht? Können wir hier einfach hochfahren? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, es sei denn, wir fahren uns fest. So, aber es läuft doch entspannt. Ach so, hier sind wir jetzt. Okay. Cool. Cool. Ja, aber wir wollen ja noch weiter. Wir wollen ja nach Hause. Und dann können wir schön chillig, entspannt weiterbauen. Oh, nicht schon wieder beim Stein. Nein, nicht rumbacken. Hallo. Ach nee, ach doch, gerade ging's. Sehr gut. So, genau. Und dann wollen wir auch mal zusehen, dass wir den Steg fertig kriegen. Und dann kann hoffentlich Calvin auch mit drauf. Das wäre sowas von mega geil. So, ich möchte mal aussteigen, mal gucken, wo wir sind. Na, was macht das Auto mit uns? Wir sind festgepackt, Leute. Nein. Ach, Gott sei Dank. Oh, perfekt. Na, schmeiß den dämlichen Stein weg. So, wir müssen den Weg lang fahren, weil wir müssen im Uhrzeigersinn einmal um den See quasi. Achso, ich dachte, hier wäre ein Weg. Hier müssen um den Uhr.
Zeiger sind quasi einmal um den See rum, damit wir auch endlich ja, mit dem Auto mal nach Hause fahren können. Weil ich will wirklich das Auto als Statussymbol vorm Steg stehen haben. Na, dann folgen wir einfach den Weg und dann gehen wir irgendwann, fahren wir irgendwann nach rechts und dann sollten wir irgendwann da sein. So, müssen wir hier hoch? Nein, das war keine Frage. Ich sag mal, wir müssen hier hoch. Und dann müssen wir uns. Also, wir müssen jetzt erstmal geradeaus weiter. Und dann sollten wir uns, glaube ich, links halten. Oh, ein Hase. Noch ein Hase. Oh. Das habt ihr nicht gesehen. Und nicht gehört. Oh, okay. Das schreit nach erstmal einmal nach Medizin und danach nach einem Katana. Alter, wie viel hält er aus mit der Mutter? Ah! Na, da vorne noch eins und mehr brauchen wir nicht zerstören. So. Ja, aber wir fahren richtig. Straße folgen, dann nach links. Und dann irgendwann rechts halten. Ich bin gut. Leute, die was anderes behaupten, die lügen. Ja, nein, aber ich sag mal, das machen wir schon wirklich gut, ne? Also, wir haben ja schon sehr, sehr viele brenzlige Situationen überlebt. Na klar, sind auch ein paar Mal gestorben, aber das gehört ja dazu. Genau. Hier lang. Ne, und ja, das ist ja halt Erfahrung, die man sammelt, ne? Das sind denn Erfahrungen, nicht? Das ist Erfahrung. So, jetzt. Da war doch. War da nicht ein Kreuz? Nee. Ich dachte, ich habe gerade ein Kreuz gesehen. Noch hör auf zu schreien. So, aber diesmal schaffen wir es, glaube ich, wirklich mit dem Auto nach Hause. Wäre ja mal geil. Ach, wie viele Dörfer gibt es denn hier? Haben wir. Ich glaube, da brauchen wir eine Knarre. Okay, Schrotflinte haben wir noch. Oh, 9 mm. Okay, aber ich glaube, ich würde die Schrotflinte benutzen wollen. Okay, Schrotflinte will ich nicht benutzen. Ich möchte aber Medizin benutzen.
Alter. Oh, den habe ich ja jetzt gesehen. Ich würde mal sagen, dass wir einfach mal an ihn vorbeifahren, oder? Einfach mal Konfrontation meiden. Ja, obwohl da war noch ein Koffer, da hätte ich gerne reingeguckt. Ach Alter, was ist denn hier los? Ist hier Völkerwanderung oder was? So, genau und dann rechts. Und dann sollten wir jetzt... Okay, wenn wir daran vorbeifahren... Sollten wir dann meiner Meinung nach direkt bei uns zu Hause rauskommen. Und ich glaube, ich habe recht. Das sieht echt gut aus. Oh ja. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh. Okay, das ist natürlich nicht geil. Leute, oh. Nein. Och Mensch. Na los. Komm, du willst es auch. Ja, sag ich doch. Geiles Ding. Und dann können wir jetzt schön entspannt nach Hause fahren. Und dann können wir... Kommen in dieser Folge noch? Ah. Okay, in dieser Folge weiß ich nicht, ob wir das... doch, ein bisschen können wir noch bauen. Aber ich will hier gleich schon mal runter. Nein, 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 nein. Bleib stehen, bleib stehen, stehen bleiben. Oh, sehr gut. Ja, und schon sind wir zu Hause. Können ja. Na, okay, die kommen nicht wieder. Müssen auf jeden Fall so langsam. Hier weiterbauen. Damit wir endlich den Steg fertig kriegen. Und wehe, Calvin kann dann nicht rauf. Aber ich denke schon. Ich denke schon, ne? Oder was meint ihr? Das war knapp. Ja, Querbalken machen wir ja auch noch. Das soll ja wirklich extrem stabil werden. So, und da können wir auch gleich von oben noch mal ein paar Balken holen, damit wir ja das dann auch gleich decken können, sobald wir da ein Element immer fertig haben, ne? Okay, also haben wir schon fast drei fertig. Na, ah, hier sind noch ein paar Steine.
Boah. Guck mal, da halte ich mich schon gar nicht mehr an unseren ursprünglichen Plan. Ich wollte ja jetzt zuerst eigentlich die, einmal unser Inventar leeren und erstmal die Portemonnaies auspacken. Ja, das machen wir auch zuerst. Wir gehen jetzt am Hoch, nutzen die Seilbahn, damit wir einmal rüber können. Na und dann leeren wir unser Inventar aus und unsere Portemonnaies und haben wir da überhaupt noch Stämme? Nee. Ja, dann lernen wir mal. Dann lernen wir mal. Nein, dann holen wir mal ein paar Stämme und füllen mal unten ein paar Lager, damit wir dann auch gleich die Regale bauen können. Na, den zweiten, genau. Ja, ich glaube, vier Stammlager oder so sollten, glaube ich, reichen. Ist ja schnell gemacht. So. Oh Gott, oh Gott, alter Schwede. Hab ich mich schon wieder erschrocken. Alter. Okay, das können wir auch schon mal voll machen. So, sehr cool. Ja, okay. Wir bauen hier doch noch keine Regale. Beziehungsweise. Das können wir. Also ich hoffe, dass wir die nochmal aufstellen können. Wir stellen die erstmal. Stellen die erstmal hier hin. Ja, können wir auch gleich drei oder vier, na, vier Stück machen wir gleich. So, perfekt. Sehr gut. Auch sehr gut. Und nochmal sehr gut. Perfekt. So. Aber schade, dass man keine Schilder machen kann, ne? Das wäre natürlich mega geil. Die Lederbeutel, die packen wir gleich aus. Boah, okay, da haben wir es. Wir packen erstmal hier genug Seile hin. Ach, schade, dass man nicht von vornherein sagen kann, ich möchte hier 10 Seile hinpacken, ne? So, was haben wir noch? Batterien 3, Wodka 6. Ne, das wird das Seilregal, glaube ich. Tierhäute. Draht 7, Uhren 26. Ja, nee, wir gucken mal, ob das reicht. Was wir auf jeden Fall machen, wir schlafen jetzt erstmal und speichern dann nochmal. Und. Nee, Quatsch, bevor, pass auf. Jetzt haben wir keine Stöcker mehr. Ah. Machen wir einmal so, weil wir brauchen die Stöcker. Weil ich möchte hier nochmal einen Greg kochen. Na, nein, nein. Ach so, nee, doch. Doch, 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 das ist okay. Na, gerade eben wolltest du doch kommen. Du wolltest. Ja. So, genau, jetzt geht's. Na, ich dachte schon. Genau. Die Ärmchen und Beinchen. So, Kopf. Perfekt.
Dann haben wir auch morgen früh genug zu essen, weil wir werden wieder mit Essen und Durst aufwachen. Und ja, okay, ich würde sagen, wir schlafen erstmal und danach speichern wir. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Also nach dem Essen. So. Ja, du isst doch jetzt schon. Dass du alles immer überdramatisieren musst. Jo, perfekt. Nee, das ist nicht perfekt. So aber. Und. Dann machen wir nochmal so. Aber ich glaube, guck mal, meine Energie ist nur halb voll. Ich glaube, der Greg bringt mehr, wenn man den Topf in die Hand nimmt. Was ein bisschen komisch ist. So, aber egal. Wir speichern jetzt. Genau, das obere. Das untere ist ja vorm Endboss, weil wir wollten da ja nochmal ja, die andere Version testen, was passiert, wenn wir in den Helikopter einsteigen. So. Und dann würde ich sagen, können wir ein kleines bisschen weiterbauen, beziehungsweise erstmal die Lager hier unten füllen. Wow, das sieht auch immer schlechter aus, sage ich mal. So. Na, hauen wir unten noch einmal die Lager voll. Und dann gucken wir mal, ob wir noch heute irgendetwas zustande kriegen, was das Bauen betrifft. Wir können ja beim Steg noch ein bisschen weitermachen. Also da müssen wir echt sowieso noch ein paar Steine sammeln. Und dann sind wir für heute auch schon bald durch, glaube ich. Gucken, was die Uhr sagt. Ja, kommen wir schon an die 30 Minuten ran. So. Ach, Kevin ist auch schon da. Ah, sehr gut. Na, weißt du was, Junge? Hol mal Stämme und, ach, ich dachte, das wäre irgendein rotes Viech. Nein, das ist Virginia mit ihrem roten Lederanzug. Und ich kriege hier schon Panik. Alter, was machst du da, Kelvin? Jo, danke. Ja, danke. Oh, der ist auch schon nachgewachsen. So. Ja, machen wir die drei Stämme, schmeißen wir gleich noch runter. Dann machen wir einmal unser Stockinventar noch einmal voll. Und dann können wir auch, glaube ich, schon wieder runter. Ja, ruh dich erstmal aus. So, genau, ja, den einen noch. So, dann wie gesagt ein paar Stöcker. Okay, das waren zwei zu viel, ist aber gar nicht schlimm. So. Sehr cool. Steinlager haben wir alle voll. Stöcke einsammeln 23. Habe ich noch was anderes? Habe ich noch andere Blaupausen gebaut? Oder gesetzt? Nee, ne? Können ja hier noch mal ein bisschen weitermachen. Ah, okay, das ist wieder ein bisschen nervig. Müssen wir dann zuerst mal immer den zweiten Balken raufsetzen, denn dann will er da gar nicht so ein Geländer bauen. Sehr cool.
So, und dann wieder Stöcker. So, perfekt. Na. Ja, hier ist. Der ist leicht schräg, habe ich das Gefühl, ne? Aber egal, im Endeffekt, das sieht geil aus. Und ich hoffe, es wird auch helfen. Das ist meine Hauptsorge, dass wir uns jetzt so viel Mühe geben und es bringt gar nichts. Nein, aber ich denke. Ich denke ja, doch, das wird was bringen. So, perfekt. Okay, einen Stock haben wir noch. Nicht schlimm. So. Werden das viele Steine, die wir brauchen? Wir können ja schon mal anfangen. Hier. Nehmen wir schon mal ein paar Steine und fangen. Nein, nee, das machen wir erst, wenn eine Seite voll ist. So, dann holen wir uns von oben nochmal die anderen Stämme. Weil dann können wir die eine Seite mit Stämmen, sag ich schon. Nein, mit Stöcken. Können wir die eine Seite auf jeden Fall schon fertig machen. So, da lagen ja noch zwei. 20 Stück. Perfekt. So. Nice. Müssen wir nur gucken, wie wir das bei den Ecken machen. Ne, man kann die ja auch, glaube ich, schräg setzen, oder? Ah, okay, jetzt spackt er ja auch darum. So. So, und den machen wir. Da. Den machen wir auch so schräg. Ja, ich glaube, das ist genauso geworden, wie ich wollte. Ja, Leute, mit einer Seite sind wir jetzt schon fast fertig, ne? Also viel fehlt da nicht mehr. Also auf jeden Fall mit den Stöckern, ne? Also ich weiß, das wird noch nervig mit den Steinen, aber das wird. Oh, ich glaube, das wird mega nervig. Wir können da ja vielleicht einen ganzen Stream daraus machen, dass wir wirklich den ganzen Stream lang nur Steine sammeln und Steine setzen. Wäre das ein interessanter Stream oder wäre das lahm? Das wäre vielleicht sowas, was man zum Einschlafen machen könnte, ne? So, perfekt. Ja, 9 habe ich noch. Ah, damit kommen wir auf jeden Fall hier bis zum Ende hin. Super. Sehr geil. Ja, und einen schrägen will ich ja auch noch machen. Geht das? Ja. Nice. Na, wie sieht das aus? Ja.
Sieht jetzt nicht genauso akkurat aus wie hier vorne, aber das ist schon geil. So. Ja, nehmen wir mal hier noch ein paar Steine mit. So, so, so. Die drei verbauen wir auch noch. Ah! Ich bin doch auch doof, ey. Perfekt. Perfekt. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Nächste Folge machen wir auf jeden Fall den Steg fertig. Ne, das ist Priorität Nummer uno. Ja, und dann mal schauen, was wir nächste Folge sonst noch so machen. Ne? Schaltet morgen wieder ein, 18 Uhr. Falls euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch einen Kommentar. Und am obergeilsten wäre natürlich auch ein Abo. Ne, das zeigt YouTube, dass ihr den Kram, den ich hier mache, dass ihr ihn gerne seht. Und ja, zeigt mir natürlich, dass ich noch mehr von so einem Quatsch machen soll. Und ja, das wäre so eine, wie ich schon mal gesagt habe, so eine Win-Win-Win-Situation für uns alle. Ja, Leute. Die drei Steine packe ich noch weg und dann verabschiede ich mich ordentlich. So, alles klar. Habt ihr noch einen schönen Abend und ciao, bis morgen.